Leute, was geht hier? So, Examen und eine Boom, Hedge of Thorns, die haben das war meine ganze Sache. Ja, Leute, und zwar habe ich heute eine kleine Story für euch vorbereitet. Und vor der Story möchte ich euch sagen, dass die Team Tage ein paar Tage später kommt, da wir einfach ein paar Komplikationen hatten im Clan. Aber darauf wollen wir auch nicht näher eingehen. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und ich hoffe, ihr freut euch auch echt heftig auf die Montage. Wird auf jeden Fall richtig nice. Ich habe auch schon den Teaser gesehen. Ist echt nice, Leute. Gönnt euch. Naja, fangen wir mit dieser Story an. Die Story ist eigentlich echt heftig gewesen. Da nehmen wir gleich mal hier ein bisschen Schatten dazu. Ein geiles CC-Musik, die dazu passt. Und auf geht's. Ja, und zwar war die Story echt heftig. Wir waren damals richtig jung und wir hatten ein Clubhaus. Bisschen abgegrenzt von den Häusern, also ja, war schon mit Wald so besiedelt, sage ich mal, und das Haus war echt schon Abfahrt. Also es war das alte Haus von meiner Cousine und so, und das haben wir einfach als Clubhaus genommen, weil die Eltern das damals beim Auszug oder so nicht abgesperrt haben und das einfach unbewohnbar war dann. Ja, dann haben wir es einfach als Clubhaus genommen, haben uns dann so einen Fernseher reingestellt, so einen alten, haben dann auch Sofa, alles mögliche reingehauen. Und als wir drinnen waren, haben wir uns einen Horrorfilm reingeschaut und es war schon dunkel. Und mein kleiner Cousin ist hochgegangen in sein altes Zimmer und hat sich in sein Bett gelegt. Auf einmal hören wir ihn so richtig laut schreien, so richtig heftig. Und wir rennen alle nach oben und schauen, was ist los, was ist mit dir? Und er sagt, am Fenster war ein Mann mit einem Messer. Wir so, wie? Das ist der zweite Stock, das kann doch nicht sein, da ist doch niemand. Und, also doch, da war einer. Dann gehen wir so ans Fensterbrett und Leute, ihr glaubt's nicht. Ohne Scheiß, da lag ein Messer und eine blutige Handspur auf dem Fensterbrett. Und wir dachten, ach du Scheiße, Leute. Und alle sind aufgestanden, sind rausgerannt, wir haben so heftig geschrien. Das war so eine krasse Erfahrung. Ey. Seitdem geht, glaube ich, kein Mensch mehr in dieses Haus. Was damals abgegangen ist, das war echt krass. Naja, und das war's eigentlich auch hier mit dieser kleinen Story. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so mit allem. Und ja, war wirklich echt, ist echt damals passiert. Und ich hoffe, ihr glaubt mir. Wenn nicht, dann juckt mich das eigentlich nicht. Aber es ist damals wirklich passiert. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Example.